Moin, herzlich willkommen bei Nordbikes, eurem Fahrradspezialist in Bremen-Wolmershausen. Heute haben wir mal was ganz Besonderes und zwar möchte ich heute mal zeigen, wie wir hier in der Werkstatt zusammen mit unserem Auszubildenden Bennett, der gerade noch hinter der Kamera steht, dieses Fahrrad umrüsten werden. Und zwar haben wir hier ein Fahrrad mit integrierten Intube-Akku, 400 Wattstunden. Die Kundin hätte gerne ein bisschen mehr Kapazität, ein bisschen mehr Reichweite und da war halt die Frage, ob sie sich einen zweiten Akku gönnt. Oder ich habe ihr vorgeschlagen, das ganze System auf ein System umzurüsten, dass wir zwei Batterien haben. Und das wollen wir euch gleich mal zeigen, wie das geht und was das für Vorteile hat. So, jetzt haben wir hier das Fahrrad, was wir umrüsten möchten. Hier haben wir den Christian, unseren Werkstattleiter und Bennett, unseren Auszubildenden. Ja, man könnte ja jetzt theoretisch auch einfach einen zweiten Akku nehmen, den mitführen in der Tasche und den dann reinsetzen. Dann hätte man ja quasi auch zwei Akkus. Warum lohnt es sich aber, das System umzurüsten auf ein Dual Battery System quasi? Vorteil des Ganzen ist halt, dass man den Akku Stück für Stück entlädt. Das heißt, erst wird der eine Akku entladen, danach wird der andere Akku entladen und dadurch erhöht sich die Reichweite um quasi das Doppelte. Genau, und das schon quasi auch nochmal die Akkus, da sie nicht quasi komplett einzeln leer gelutscht werden, sondern immer schön abwechselnd. Und somit habe ich quasi einen riesen Gesamtakku, kann man sagen. Und das bringt dann schon wirklich erhebliche Vorteile. Was brauchen wir denn alles für die Umrüstung? Gucken wir uns das nochmal an, was wir jetzt alles brauchen. Also wir haben ja schon das eine Fahrrad hier quasi. Der Intube-Akku ist quasi normal am Motor angeschlossen. Was brauchen wir jetzt, um einen zweiten Akku zu nehmen? Und welchen Akku nehmen wir da? Hauptsächlich, oder was das Ganze halt ausmacht, das ist einmal hier dieses Y-Kabel. Ja. Damit spalte ich sozusagen einmal die Technik auf, sodass ich beide Akkus entladen kann. Dann brauchen wir noch ein weiteres Kabel für den Gepäckträger-Akku. Des Weiteren brauchen wir einen 400 Wattstunden Akku, eine Schiene, Akkuschloss, eine neue Abdeckkappe und zu guter Letzt einen Gepäckträger-Akku für Bosch-System. Es wird also ein Gepäckträger-Akku separat quasi zu dem Intube-Akku angeschlossen und somit haben wir dann quasi das Dual-Battery-System. Komplett. Richtig. Gut, dann fangen wir nochmal an, das Rad zu zerlegen. Und ja, dann mal ran an die Arbeit. So, tja, da ist schon einiges passiert. Christian, erzähl doch mal, was habt ihr bis jetzt gemacht? Und was habt ihr so alles auseinandergenommen? Sieht ja ganz schön leer aus. Also so wie man sieht, haben wir jetzt schon mal einmal den Gepäckträger abgebaut. Wir haben hier die Schiene abgebaut. Da lassen wir nachher das Gepäckträgerkabel sozusagen liegen wir da lang. Rahmenschloss haben wir abgebaut. Wie man sieht, den Motor haben wir jetzt schon ausgebaut, damit wir hier einige Kabel raus, war? Ja. Das heißt, hier müssen wir nachher einmal die Kabel verstauen. Da müssen wir uns ein bisschen Platz suchen. Und das bereiten wir gleich mal so alles vor. Und dann bauen wir das wieder Stück für Stück zusammen. Als nächstes bauen wir einmal wieder den Gepäckträger auf. Dann verlegen wir einmal das Kabel für den Akku an dem Schutzblech hier lang und lassen das Ganze dann einmal mit dem Y-Kabel quasi unter dem Rad verschwinden. Da, wo der Motor nachher sitzt. Genau, ja. Wenn wir dann nachher alles zusammengebaut haben, dann werden wir das Ganze nochmal auch an den Computer anschließen und das Ganze natürlich auch auf das System, ja, die Software dafür einspielen, so dass das System einwandfrei arbeiten kann. Und dann würde ich sagen, dann verlegt doch mal ein paar Kabel. Ne? So, jetzt sehen wir mal hier mal das angeschlossene Y-Kabel, was jetzt quasi einmal hier den Strom über die Leitung hier von dem Akku zieht und einmal die andere Seite, die dann halt in den Intube-Akku geht. Und hier haben wir dann den Anschluss, der dann direkt an den Motor kommt und somit ist das System quasi schon fast geschlossen. Jetzt wird der Motor noch eingebaut, alle Kabel wieder angeschlossen und dann schauen wir nochmal weiter. So, hier sind sie jetzt am Basteln. Der Motor schon wieder drinne. Kabel wird hier verstaut. Das geht alles unter die Abdeckung. Kommt die andere Seite an. So sieht das alles
Ja, ohne Abdeckung sieht das gar nicht mal so schön aus. Einfach, ja. Da kommt dann noch die Zielblende gleich drauf. Hier haben wir die Motorbolzen. Müssen natürlich auch nach Herstellervorgaben festgezogen werden, damit der Motor auch vernünftig sitzt. Aber das wird hier natürlich alles gemacht. Jo. So, das Fahrrad ist umgerüstet. Das Werk ist vollbracht. Die Kabel wurden verlegt. Der Motor ist wieder drin. Hier haben wir den Zusatzgepäckträger-Akku, der jetzt mit dem System verbunden ist. Wir haben auch schon die Software auf den neuesten Stand gebracht, sodass das alles schön, ja, alles harmonisch miteinander läuft. Welche Vorteile habe ich denn jetzt nochmal zum Fazit? Also, der Vorteil ist, dass das wirklich jetzt ein System ist. Es ist was anderes, als wenn ich jetzt einen Akku habe, Ersatzakku mitnehme, den dann reinmache, wenn der andere leer ist. Das System arbeitet folgendermaßen. Wir haben jetzt hier gerade einen fast vollen Akku und hier einen 50% geladenen Akku. Es ist immer so, dass er beim Laden den leersten Akku hochfährt auf 80%. Dann den anderen Akku auf 80% hochfährt. Das hat den Grund, dass einfach ein Akku leichter zu laden ist bis 80%. Erst ab die letzten 20% schaltet er das Gerät, also schaltet er das System quasi die Ladung parallel und die letzten 20% werden gleichzeitig hochgefahren. Beim Entladen ist es so, in dem Fall, wenn ich das jetzt fahren würde, ich habe jetzt hier einen halbvollen Akku, einen vollen Akku, würde der andere sich runterfahren, dass sie auf dem gleichen Level sind. Dann würden sie stückchenweise quasi runterfahren. Ich weiß nicht, ob das immer 5 oder 10% waren, 5%, 5%, bis sie beide auf 20% sind. Und dann werden sie parallel geschaltet und gleichzeitig entladen. Das hat den Vorteil, dass über den gesamten Level quasi die Spannung relativ hoch gehalten wird. Die Akkus werden nicht so krass, sag ich mal, belastet. Ja, und beim Laden ist es dann wieder so, dass er dann einen Akku wieder hochschießt auf 80%, den anderen 80% auf 80% und dann die letzten 20% parallel schaltet. Das ist dann halt das Dual Battery System. Wir haben es jetzt hier nachgerüstet. Dazu muss ich sagen, man kann es nicht einfach so nachrüsten. Man muss das schon mit dem Hersteller absprechen. In dem Fall wurde das Rad auch original mit einem zweiten Zusatzakku angeboten und ist somit auch freigegeben und zugelassen dafür. So können wir hier ohne Probleme einfach das System einrüsten, nachrüsten. Das kann man wirklich, wie gesagt, sollte man vorher immer mit dem Hersteller absprechen, ob das möglich ist, ob der das zulässt und dann kann man das hier einbauen. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben jetzt hier quasi zwei Ladebuchsen. Also ich kann immer noch die Akkus einzeln separat am Akku selber laden, völlig unabhängig voneinander. Wenn ich die dann, wie gesagt, mit verschiedenen Ladezuständen reinlege, wird sich das Ganze wieder ausbalancieren. Wenn ich aber das zusammenladen möchte mit einem Ladegerät, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lade es über die Hauptbuchse am Akku oder ich lade es über die Hauptbuchse am Rahmen. Ich kann aber muss mich für eine Buchse entscheiden, denn wir sind dazu verpflichtet, nachher hier zwei Pins reinzumachen quasi, um eine Buchse totzulegen. Ja, das ist natürlich wichtig. Dann kommt hier noch so ein Aufkleber rauf. Achtung, hier bitte nicht laden. Wir werden nachher den Kunden fragen, welche Buchse ihm denn am meisten gefällt. Das ist nämlich wichtig, denn der Kunde darf nicht auf die Idee kommen, zwei Ladegeräte zu nehmen und quasi parallel mit zwei Ladegeräten zu laden. Das ist nicht so gewollt und damit würde er die Elektrik zerschießen. Deswegen kommt da noch ein Warnhinweis drauf und ich kann dann das Gerät über eine Ladebuchse gleichzeitig, also schön laden. Ja. Das war es soweit zu dem Thema. Ich bin froh, dass heute meine Mitarbeiter mal ein bisschen mit drauf waren. Vielleicht wird das in Zukunft ein bisschen mehr. Und Sven, für dich heute Hemd außer Hose. Ne? Ich habe nämlich Follower, die mittlerweile meinen Kleidungsstil bemängeln. In dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und ich hoffe, das Video war informativ für euch und hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen geben, ein Abo dalassen und ich hoffe, in Zukunft weitere Videos für euch machen zu können. Vielen Dank, schönen Tag noch. Ciao, ciao.